Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen, wie man hier sehen kann, Banjo-Kazooie. Ein super, super tolles, geniales, absolut geiles Spiel. Ich übertreibe natürlich mal wieder überhaupt nicht. Aus dem Jahre 1998. Entwickelt wurde das Spiel von Nintendo und eigentlich von Rare. Ne? Hauptsächlich Nintendo hat es einen Auftrag gegeben für das N64. Also wundert euch nicht, die Grafik ist jetzt nicht so tolle wie heutzutage bei Call of Duty oder so, aber das ist ja egal, denn wir spielen hier ein tolles Spiel. Ja, es fragt uns hier, Banjo, welche Sprache wollen wir denn verwenden? Wir sagen Deutsch, ne? Ja! Gut, und jetzt gibt's hier schon Spiel 1. Da war ich voll super schon, das habe ich nämlich schon angefangen. Aber das muss ich leider nochmal löschen, weil natürlich ist die erste Aufnahme komplett verkackt. Drum machen wir jetzt das nochmal. Ja, ich will dann natürlich löschen. Danke. Ja, juhu. Und wir starten in das Abenteuer. Dingpott, mein Kessel, sage geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Ja, was soll ich sagen, selbstverständlich du, Grundhilda. Weise gesprochen, schlauer Topf, ich habe hier den schönsten Kopf. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Tüffy ist so süß und klein. Sie ist die hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel. Ich mache aus dir einen Sessel. Tüffy ist nicht nur hübsch. Sie ist ein wahrer Engel. Ja, das gefällt mir scheinbar gar nicht. Dem Biest werde ich es zeigen! Ja, und hier sieht man Tuffy, wie sie hier durch die Gegend läuft. Hallo, Tuffy! Was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Oi. Und das ist Banjo. Mach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Aus Tuffy mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Ist das dein Bruder? Wo denn?
Herr Maulwurf? Dort oben, am Himmel. Das glaube ich nicht. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Autsch, du alte Vogelscheuche. Da hilft kein Gekratze, ich mache aus dir eine Fratze. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Angel, mach endlich auf! Aufwachen! Was? Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger! Ja. Gut, und damit stürzen wir uns auch sogleich ins Abenteuer. Hier haben wir Mülltonnen. Ja, und wir werden ganz auf die Schnelle das Tutorial durchspielen. Damit ihr auch seht, was wir alles können. Oder brauchen wir das überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banger und das ist meine Freundin Kazooie. Komische Freundin. Kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Toofy? Die miese Hexe Grundhilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleiner. Wir befreien Toofy. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Wir wissen alles. Wir schaffen es ohne deine Hilfe. Wie ihr meint. Ich gebe euch die ersten Moves mit auf den Weg. Wir sehen uns auf dem Spiral Mountain. Ja, und jetzt können wir unsere Moves schon machen. Normalerweise wäre das jetzt ein tolles Tutorial. Aber ich gehe lieber hier auf mein Dach rauf. Also, ich gehe aufs... Warte, nochmal. Ich will unbedingt mal aufs Dach rauf. Das muss gehen. Tralla! Hops! Nee, nochmal. Hui! Ja, wunderbar. Und wir sind am Dach. Ah, das ist ein Leben. Wie cool. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das habe ich noch nie probiert. Hallo! Ich bin ein wertvolles Extra-Leben! Ja, gewöhnt euch schon mal dran, in diesem Spiel sprechen alle Items mit euch. Also, das ist ganz normal. Ja. So, und hier eine Möhre als Gegner. Ich bin eine leckere Honigwabe und stecke Feuerenergie. Ja. So. Gestatten? Honigwabe. Sammle 6 von uns und lerne. Und. Von uns lernen Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Ja, so toll, ne? Ja, okay. Sammeln wir. Gut, dann gehen wir hier rauf. Weil wir müssen hier ein bisschen was müssen wir hier einsammeln. Nämlich leere Honigwaben. Und hier extra liegen. Was Gute ist, nämlich hier heraus kann man schon 6 leere Honigwaben finden, was bedeutet, wir haben dann gleich einen zusätzlichen Energiepunkt. Wundert euch nicht, hier fliegt überall Gemüse rum, das gehört so. Ui! Ja, wie gesagt, ich mache diese Aufnahme leider schon zum zweiten Mal. Banjo kann auch tauchen, das ist voll super. Der Grund dafür ist, ich ich spreche sehr schönes Englisch, ne? Ich capture das ja von meinem N64, ja, also das Spiel spiele ich wirklich jetzt original mit N64-Controller und so weiter. Und ja, leider hat man beim Capturen immer Probleme, dass die Aufnahme synchron ist, ja, das passiert relativ oft. Ah, wie süß. Zack. Und noch eine leere Honigwabe. Ja, das war leider auch der Fall hierbei und deshalb musste ich das Ganze jetzt nochmal machen. Oder muss ich das Ganze nochmal machen? Weil ich will ja natürlich nicht, dass der Spielsound asynchron zum Video und asynchron zu meiner Sprache ist. Das wäre ja blöd. Na, drum mache ich das nochmal. Weil ich will ja qualitativ hochwertige Let's Plays abliefern. Habe ich ja in Vergangenheit eh nie gemacht. Also zumindest einmal will ich es machen. So. Gut, und irgendwo, glaube ich, auf so einem Baum war auch noch so eine Honigwabe. Ne. Ha. Das war ein Flight Kill. Ja, irgendwo ist da noch eine. Gucken wir mal hier.
Nee? Ah, da drüben. Uiui. So. Ja, man sieht hier, es ist alles schön. Ganz behutsam. Juhu, und wir haben eine neue Honigwabe. Super ist das, weil wir sind ja ein Bär und Honig und so. Ne? Kennt euch aus, oder? So. Ja, vor allem, was ich so toll finde, ich meine, hier die Gegend ist ja noch schön, wo Banjo mit Tui wohnt und mit Kazooie und so. Und es ist ja noch ganz okay, nur irgendwie gleich nebenbei hier der Todesberg quasi. Ihr seid also bereit, der widerlichen Hexe entgegenzutreten. Und ob? Wo geht's lang, Erdfühler? Hinter der Brücke liegt Gruntildas Reich. Wir sehen uns dort. Ich drück euch die Daumen. Jawohl. Tja. Diese Maschine ist der Hit. Sie macht du für alt und ich werde fett. Lass mich im Frieden, du miese Hexe, oder mein Bruder wird dir in den Hintern treten. Sollte er sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los nun, Klungo, drücke den Schalter. Ich will vergessen, mein Alter. So sei es, Herrin. Die Systeme sind aktiviert. Gleich geht es los. Banjo, Hilfe! Ja, ihr merkt vielleicht, meine Stimme ist leicht angeschlagen. Also minimal angeschlagen. Hurra, endlich ist es soweit. Bär und Vogel hau ich aus dem Kleid. Ja, und hier haben wir gleich ein Puzzleteil. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. Okay. Ja, und Kazooie frisst das gleich, ne? So, und jeder, der Mario 64 gespielt hat, hat zumindest einmal versucht, in dieses Bild reinzuspringen. Ja, aber wir müssen hier rüber. Das ist die erste Welt, Mumbo's Mountain. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr das Puzzlebild dieser Welt finden. So weit weg kann es nicht sein. Nee, ist es auch nicht. Ja, irgendwas wollte es sagen. Die Tür zur angezeigten Welt öffnet sich, wenn das Bild komplett ist. Das erste Puzzleteil haben wir bereits in der Tasche. Cool. Klasse. Drücke A, um die Puzzleteile in die Lücke einzufügen. Drücke B, wenn du keine Puzzleteile einsetzen willst. Doch, ich will ich. Puzzleteil. Yay. Geschafft. Das Bild ist vollständig und die Tür zum Mumbo's Mountain geöffnet. Ja, und das wird ja auch schön angezeigt. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Genau. Ja, da gehen wir natürlich gleich rein. Doch, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt finden. Boah. So. Haltet Ausschau nach meinen Hügeln. Ja, okay. Das läuft super. Ihr habt mich gerettet. Gruntilda hat in jeder Welt 5 von uns eingesperrt. Wenn ihr uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Ja, wunderbar. So, und hier ist ein Schädel. Ich Mumbo Schädel sein. Ohne mich Mumbo machen. Keinen Finger für Zauber. Krumm. Ja, Mumbo Schädel, und das sind Noten. Ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammelt uns ein, um die Notentüren in Gruntildas Reich zu öffnen. Jawohl. Wir werden natürlich in jeder Welt 100 Noten sammeln. So. Denn 100 Noten, ja, ist ja so, ja, sollte ja nicht so schwierig sein. So.
Beziehungsweise hier in den ersten Welten ist es nicht so schwierig. Es wird dann natürlich schwieriger in späteren Welten. Aber ich will ja auch dem Bildungsauftrag quasi nachkommen. Und deshalb sammeln wir 100 Noten in jedem Level. So.